Dies ist Teil 2 der Auskopplung aus der Verse Night, in der Mitch van Heiden am 8. September, also vor gut einem Monat, sich mit dem Thema beschäftigt hat und erörtert hat, wo kommen wir eigentlich genau her und was ist eigentlich das iCache und wie könnte die Backend-Struktur von Star Citizen aussehen, um so zu laufen, wie Sie sich das vorstellen. Und wie im Vorwege schon gesagt, in der Verse Night vorgestellt, hier auf meinem Hauptkanal nochmal ausgekoppelt, allen zur Verfügung gestellt, die die Verse Night verpasst haben, die das Format vielleicht gar nicht kennen sollten. Hier habt ihr die Gelegenheit, euch diesen sehr, sehr spannenden Vortrag von Mitch nochmal anzuschauen und zu verstehen, worum es eigentlich geht beim Server-Meshing und beim iCache. Und auch das Thema Diffusion taucht hier wieder auf. Viel Spaß! Uns jetzt mal so ein paar Sachen angucken. Thema können wir uns sparen. Da habe ich nämlich nur geschrieben, dass ich wir können nochmal auf den Thema zurückgehen. Im Prinzip, es ist eine Aufarbeitung von Informationen, die eben nicht offiziell von CRG stammen. Also sie stammen, die Informationen stammen von CRG, aber die Aufarbeitung stammt nicht von CRG, weil sowas haben uns bis jetzt noch nicht zur Verfügung gestellt. Heißt, ich habe das Ganze jetzt quasi aufgearbeitet. Also nagelt nicht irgendjemanden von Cloud Imperium fest mit einer Grafik, die ich euch hier zeige. Die stammt von mir. So, der heutige Stand von Star Citizen ist folgender. So. Und das dürfte euch bekannt vorkommen, denn das hatten wir gerade zum Schluss. Das heißt, was heute State of the Art ist, auf den Stand ist eigentlich auch schon Star Citizen. Was jetzt eigentlich nur fehlt, was ich hier noch eingefügt habe, das ist, dass wohl Friendlist und Chat, so wie man es jetzt in letzter Zeit gehört hat, nochmal einen eigenen Serverdienst haben. Also es kann sein, dass ein Server, ein Game-Server, das hast du, glaube ich, auch letztens mal erwähnt in dem Video, dass ein Game-Server abschmiert und man trotzdem noch im Chat was schreiben kann. Richtig. Weil eben das mit dem Chat und mit der Friendlist über einem anderen Server läuft. Aber im Großen und Ganzen haben wir das, was wir gerade hier zum Schluss hatten. Wir haben die Server in verschiedenen Instanzen, wir haben Master-Server, wir haben das Hive-Bewusstsein mit den Datenbanken dahinter. Also ist CRG auf den aktuellen Stand ja das, was eigentlich so gang und gäbe ist. Jetzt haben sie natürlich gewisse Ziele definiert. Und zwar wollen Sie eine geschlossene Welt, wo keine sichtbaren Ladezeiten da sind, sobald man einmal im Verse ist. Also, kennen wir alle, wir laden einmal das PU, sind drin und dann sollen keine Ladezeiten mehr kommen. Dann soll alles irgendwann persistent sein. Alles, was ich im Verse verändere, bewege oder erschaffe, das soll auch so bleiben. Und es soll keine merkbaren Instanzen geben. So. Punkt 1, 2 und 3 sollen dabei so erreicht werden, dass wir die denkbar maximale Server- und Datenbankleistung abrufen können. Das Stichwort eben keine bis geringe Datenbanklatenz. Das ist ein großes Problem, was der Luga gerade schon sagte. Wir hatten, oder im Chat geschrieben hat, wir haben so viele Daten, das Jonglieren mit dieser Datenmenge, das ist ein riesengroßes Problem. Da habe ich es auch schon. Niemand hat sowas bis jetzt gemacht. Also ist Innovation vonnöten. Und was du gerade sagtest mit der Operation am offenen Herzen, Astro, ja, die Core-Technologien, die müssen parallel zum laufenden Betrieb entstehen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und wie ich gerade dann das erwähnt habe, Unmengen an Daten. Und die aktuell bescheidenen Tickraten und Serverabstürze. Zum Schluss nochmal. Lösungsansätze ist das Object Container Streaming. Dann eine optimierte Datenbankübertragung und Datenmanagement basierend auf künstlicher Intelligenz. Und das Server-Meshing. Das sind die drei Hauptlösungsansätze, wenn ich mich nicht. So. Das Object Container Streaming, das haben wir seit der Alpha 3.3, glaube ich, clientseitig und seit der 3.8 jetzt, letzten Dezember, haben wir das serverseitig. Und da sagt Cloud Imperium Games selber, das ist noch lange nicht fertig und wie du gerade sagtest, sie sind total unzufrieden damit. Sie haben sich eigentlich erhofft, dass es viel besser ist. So, jetzt ist die
für einige immer noch die Frage, was ist denn jetzt Object Container Streaming? Da habe ich hier ein kleines Video. Mal gucken. Kann ich das denn hier jetzt starten? Ah, einfach klicken. Läuft. Läuft. Also ein Object-Container kann alles sein, kann ein ganzer Planet sein, kann eine Stadt sein, eine Landing-Zone, eine Raumstation, ein einzelnes Schiff. Es kann sogar später mal sein, dass zum Beispiel eine Idris in zwei, eine Idris ist ein Object-Container und ist vielleicht später mal in zwei Server aufgeteilt, zum Beispiel. Object-Container können ineinander verschachtelt sein. Genau, die können auch ineinander verschachtelt sein. Was wir hier zum Beispiel haben, wenn wir das hier sehen, das ist New Babbage. Und einmal ist Microtech ein großer Container und auf diesem Container oder in diesem Container ist dann New Babbage eben nochmal ein Container. So. Und in New Babbage ist dann der Raumhafen ein Container und dann der Bereich, wo die Läden sind, ist dann wieder ein eigener Container. So kann man das dann verstehen. Genau. Jetzt muss ich mal eben schauen, was ich hier geschrieben habe. genau. Im Prinzip ist vom Object Container Streaming das Wichtige für uns zu wissen, dass eben nur die Bereiche in dem Container, wo wir uns gerade drin befinden, für uns relevant sind, von unserem Client berechnet werden und die umgebenden Container. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, bleiben wir bei New Babbage, wenn ich in New Babbage unterwegs bin, dann interessiert es meinen Client nicht, was gerade auf Port Olisar los ist. Ob da gerade einer in der Nähe von Port Olisar eine Caterpillar, die voll ist, in die Luft gesprengt hat oder sowas. Das interessiert nicht und dementsprechend wird das auch nicht berechnet. So. Das Ganze funktioniert serverseitig, wie gesagt, noch nicht so, wie CIG das gerne hätte. Hast du noch eine Folgefolie, was das Server-Object-Container-Streaming vom Client-Object-Container-Streaming unterscheidet oder warum es das gibt? Nee, eine Folie dazu habe ich nicht. Wollte ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Also der große. Ich würde das ganz gerne noch ganz kurz erwähnen, oder? Ja, dann, wenn du so ein Beispiel hast, leg los. Ja, weil dieses Object-Container-Streaming, das wurde ja ins Leben gerufen, wie du schon sagst. Früher hat der Server das komplette Verse berechnet und wenn jemand irgendwo ganz weit entfernt eine Caterpillar oder eine Starfarer gespawnt hat, dann hatte man so zwei Gedenksekunden, wo das ganze Verse für alle 30 Spieler waren es da, glaube ich, eingefroren sind. Dann hat man dieses Object-Container-Streaming erfunden. Das Problem ist aber, während für uns Clients diese Container, diese Datencontainer existierten, musste der Server immer noch das gesamte Verse berechnen. Das heißt, da gab es nach wie vor diesen Berechnungsengpass. Nur auf unseren PCs wurde dieser Engpass genommen. Und jetzt wollte man dem Server auch beibringen, nur noch das zu berechnen, was relevant ist, nämlich nur das, wo sich Spieler aufhalten. Die Herausforderung dabei ist, dass er sich trotzdem das merken muss, was gerade in dem Bereich passiert, wo sich kein Spieler aufhält. Das heißt, hier geht es ganz viel um Speichermanagement, wesentlich komplexer als das Object-Container-Streaming auf unseren Clients. Das ist, glaube ich, noch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Richtig. Und ein Problem, was Sie auch damit haben, ist beispielsweise, wenn du jetzt einen NPC später verfolgst. Du hast zum Beispiel einen NPC, der mit seiner Freelancer unterwegs ist, weil es ein Händler ist, und du verfolgst ihn. Und dann brichst du die Verfolgung ab. So soll der Server jetzt weiterhin den NPC berechnen und den Container, in dem der NPC ist, soll er den weiter berechnen oder nicht? Das müssen sie jetzt weiterhin ihrem Backend-System dann noch beibringen, was da passieren soll, wie das ablaufen soll. So. Kommen wir zum Datenmanagement. Da ist das Problem, dass sie eben, was wir angesprochen haben, nicht schnell genug die Daten austauschen können. Der Grund ist zum Beispiel, dass der Verbindungsaufbau sowie die Datenbankabfrage, die Datensortierung und das Schreiben von Daten, das dauert einfach zu lange auch. Weil nicht jeder mit einem Glasfaserkabel angebunden ist. Ja, nicht nur das, sondern auch zum Beispiel, weil TCP zum Einsatz kommt. Was ja auch auf der einen Seite sinnig ist, aber auf der anderen Seite
wieder Zeit braucht, weil TCP bedeutet Handshake, hallo, ich habe Daten für dich, Daten übertragen, hallo, ich habe die Daten gesendet, hast du die Daten empfangen? Ja, habe ich. Das jedes Mal. Okay. Und wenn dann noch eine Verschlüsselung dazu kommt, was ja sinnigerweise der Fall sein sollte, damit da keiner irgendwie dazwischen funken kann, dann dauert das Ganze noch länger. Jetzt habe ich natürlich mit Game-Servern so direkt nicht viel zu tun, dass ich da irgendwie was programmiere, aber wir können mal ein Beispiel aus meiner Branche uns anschauen und da einfach auch mal ein paar Rückschlüsse zu TCP-Verbindungsaufbau uns anschauen. Und zwar, jetzt mal gucken, ob hier auch das dann wieder startet. Jeder kann sich im Browser die Entwicklungskonsole aufmachen, indem er einfach einen Rechtsklick macht und sagt Untersuchen. Und beim Chrome schaut das dann so aus, dass ich den Reiter Network habe. Und hier lade ich jetzt mal einfach die Webseite von Robot Space Industries. Mhm. Und dann kriege ich hier angezeigt, bei den Laserpointer aktivieren, kriege ich hier angezeigt alles, was hier im Prinzip passiert. Alles an Dateien, was geladen wird. Gerade doof gemacht von Microsoft, dass ich den deaktivieren muss, damit das Video weitergeht. Und hier ist das Interessante ganz oben. Wir haben über eine halbe Sekunde zwischen meiner Anfrage an den Server, bis der Server reagiert hat. Okay. In diesem Fall der Webserver. Mhm. Und insgesamt hat jetzt diese Seite, die eben ein paar Grafiken hat, ein paar Skripte, die hat etwas weniger als 3 Sekunden gebraucht, bis die geladen war. Das ist mal so als kleiner Exkurs, wie es beim Webserver ausschaut, wo eine Verbindung aufgebaut wird. So. Gucken. Weiter. So. Das ist jetzt unabhängig vom Servertyp, muss also immer eine Verbindung aufgebaut werden. Hier in diesem Fall eben auch über TCP/IP, also über TCP. Ist jetzt für unser Beispiel also irrelevant, dass ich jetzt den Webserver statt des Datenbankservers getestet habe. Und nochmal kurz festgehalten, hier die Grafik, es waren ungefähr eine halbe Sekunde, bis die Antwortpakete vom Server kamen. Pegasus schreibt gerade, dazu kommen eventuell auch große TCP-Daten, die dann eventuell noch fragmentiert werden müssen. Genau, kommt auch noch hinzu. So. Es gibt bei Webservern gibt es ein paar Tricks, ein paar Methoden, die du anwenden kannst, um diese Latenz zwischen der Anfrage, die eben mein Browser an den Webserver schickt und bis der Webserver antwortet, um diese Latenz zu verkürzen. Da gibt es ein paar Tricks. Zum einen kann ich die Verbindung offen halten. Das heißt, wenn ich mir die Startseite aufgerufen habe, dann kann es sein, dass mein Browser die Verbindung zum Webserver offen hält, damit die nächste Anfrage schneller gesendet werden kann, wenn ich eine Unterseite aufrufe. Und gleichzeitig, das hat zum Beispiel Google damals mit dem Chrome eingeführt, das gibt es aber inzwischen auch serverseitig, werden die Daten vorgepuffert, also kommen in einem Cache. Also Google Chrome geht zum Beispiel hin, speichert ja Benutzerdaten von allen Benutzern ab und weiß, wer sich die Cloud Imperium Games, also hier die RSI-Seite aufruft. Der geht zum Beispiel sehr gerne auf den Store oder auf die Roadmap und dann werden solche Seiten sofort schon vorgeladen. Wenn ich draufklicke, ist die sofort da, die Seite, weil die vorgeladen wurde. Wurde gecached. Das ist insofern wichtig, weil genau das ist später der iCache, den wir jetzt haben. Jetzt kommen wir zu der Butter bei die Fische. Genau, jetzt kommt Butter bei die Fische. Jetzt kommen die Lösungsansätze. So, da muss also eine Menge an Daten ausgetauscht werden, minimiert, komprimiert, fragmentiert werden. Ja, und da haben wir die Fusion von Push. Da hast du letztens noch im Spektrum eine Frage gestellt, ob denn die Fusion wirklich noch im Einsatz ist. Und da hat dann der Chat mit Kenny geantwortet, wir verwenden immer noch die Fusion. Es wird derzeit vielen unserer Backend-Services wie dem iCache-System eingesetzt. Ganz wichtige Information. Und das zweite ist ein intelligenter Zwischenspeicher, der eben vorab speichern kann auch. Also der quasi lernt,
Wenn die und die Daten abgefragt werden, dann kommen es wahrscheinlich die und die Daten hinterher. iCache. Mhm. So. Ganz kurz, ich muss mich mal kurz räuspern. Trink was, Jung. Du musst deine Stimme behalten. Wir haben nicht mehr viel. Ja, das ziehen wir jetzt noch durch. Wir haben nicht mehr viel. So, was ich bis jetzt noch nicht angesprochen habe, das ist das JSON-Format, das JavaScript Object Notation Format. Das ist ein Format, was quasi XML als Datenaustauschformat abgelöst hat. Und das will ich nochmal kurz erwähnt haben, denn die CryEngine und die Lambda Engine, die unterstützt das JSON-Format von Haus aus. Mhm. Und das ist das Hauptformat, mit dem die Fusion arbeitet. Ach, sehr putzig. Ja. Und da gibt es auf der Webseite, also die Fusion ist eine Software von Push Technology. Und bei denen kann man auf der Webseite unter pushtechnology.com sich einige Beispiele anschauen, wie zum Beispiel ein Formel-1-Rennen oder eine Fußballliga, die in Echtzeit dann aktualisiert wird. Und die Fusion geht also hin und guckt, was sind jetzt gerade relevante Daten, die aktualisiert werden sollen, und sendet nur das, was aktualisiert werden soll und nicht alles. Also du kannst dir ja so einen Datensatz vorstellen, wie so eine große Excel-Tabelle. Und wenn ich in einer Excel-Tabelle, da ändere ich ja nicht alles, sondern da ändere ich nur mal hier so ein paar Felder. Und die werden dann gesendet und auch direkt richtig zugeordnet. Somit ist das Ganze minimiert. Deswegen benutzen die Jungs von CRG. Mhm. Ist, glaube ich, auch eine recht einzigartige Lösung am Markt, ne? Die Fusion. Ja, ziemlich. iCache wiederum, ja, kurz noch gesagt, iCache, wie gesagt, ist quasi, ja, ist das Prinzip von iCache heißt, da ist eine KI und die lernt im laufenden Betrieb, welche Datensätze müssen vorgehalten werden. Also was muss ich jetzt nochmal rausziehen? Was kommt wahrscheinlich als nächstes? Dabei muss ich sagen, ist iCache keine externe Software, die CIG eingekauft hat. Also ich habe ein bisschen recherchiert und ich würde jetzt von mir aus sagen, die haben da nichts Internes eingekauft, denn iCache ist ein System oder ein Prinzip, was bei vielen anderen Produkten auch oder Backends auch zum Einsatz kommt, und alle haben es für sich selbst geschrieben. Das heißt also, ja. Früher das ist ja quasi nur ein Puffer für die Diffusion-KI. Ja, nicht nur, ja, genau. Also früher hat man gesagt, ich programmiere einen Cache. Ich brauche einen Cache, wenn ja. ich hier Daten übertrage. Und dann hat sich jeder in seinem Programm einen Cache programmiert. Und heute geht man immer mehr dazu hin. Was heißt, man geht immer mehr dazu hin? Also Pioniere sind das CRG auch mit. Ja. Und heute geht man eben hin und sagt, okay, wir machen einen iCache. Das heißt also, kannst es übersetzen als Intended Cache, heißt es eigentlich. Also ein Puffer, der die Intention erkennt, die ich als Benutzer als nächstes habe und welche Daten ich brauche. Das heißt, iCache ist gar nichts, was CRG erfunden hat, sondern das ist ein Eigenbegriff in der Branche. Da genau. bastelt jeder dran rum. Genau. Ach, siehste. Okay. Das ist ja spannend. Richtig. Und das Prinzip haben sie sich jetzt eben ja angeeignet und haben da quasi irgendwas selber gebastelt und damit das Ganze ja hoffentlich langsam in den Griff bekommen. Jetzt fällt mir Groschen. Ich habe iCache immer für irgendein... Ich kann's ja, was Externes, erklären. Was sie eingekauft haben, hast du bestimmt gesagt. Ja, für irgendwas, ja. was sie fürs Personal Inventory brauchen. Ich habe das gar nicht mit der Backend-Struktur geistig in Verbindung gebracht. Jetzt macht es auch Sinn, was sie uns erzählt haben, dass sie sagen, wir brauchen erst das Server-Object-Container-Streaming, dann das iCache, dann die globale Persistenz und erst dann können wir mit dem Server-Meshing arbeiten. Weil wenn das alles integrale Kommunikation oder beziehungsweise überhaupt essentielle Kommunikations- Technologien sind, die sie für das Datenmanagement und diese Diffusion-KI brauchen, dann muss das ja erst wirklich wasserdicht sein, bevor sie dann anfangen können, als letzten Schritt die Server miteinander zu vernetzen. Das ist ja quasi dann nur noch das, den Kuchen zu backen, quasi. Das i-Töpfchen, genau. Genau, das i-Töpfchen. Genau so schaut's aus. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, dass sie natürlich ihre Datenbankstruktur auch vernünftig gemacht haben müssen. Das ist selbstverständlich. Das habe ich jetzt hier kurz als PS mal geschrieben. Eine Datenbankstruktur muss natürlich dementsprechend auch ein bisschen mit Sinn und Verstand zusammengeschustert sein. Das ist klar. Ich würde mal sagen, das machen sie.
Weil sie haben ja auch ständig, dabei, es ist immer ein Teil ihrer Newsletter, dass sie ihre Daten aufräumen und alles rausschmeißen, was sie nicht mehr brauchen. Das ist, glaube ich, auch echt ein essentieller Bestandteil ihrer Entwicklungsarbeit. So, jetzt machen wir noch ganz schnell das Server-Meshing. Da habe ich auch nicht ganz so viel. Da könnte man vielleicht nochmal so eine kleinere Präsentation draus machen, aber wir machen nochmal das ganz kurz nur abgehandelt, Server-Meshing. Ja, der Cole schreibt gerade, ich dachte immer, iCache wäre die Datenbank, die erinnert, wenn der Server dank Server-Object-Container-Streaming vergisst. Nope. Nein. Nee, haben wir jetzt ja erklärt. Ne? Es kommt zum Schluss nochmal ein Schaubild. Da kann ich darauf nochmal eingehen, erinnere mich dann nochmal dran. Wird so ein bisschen logischer, wenn man sich das anschaut. Dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser erfassen. So, Problem vom Server-Meshing. CIG möchte, dass das Verse einmal auf vielen Game-Servern verteilt ist. Ja, und quasi jeder einzelne Game-Server soll Teil eines riesengroßen Servers sein. Also einen riesengroßen virtuellen Servers. Und dabei soll diese dargestellte Spielwelt dynamisch skalierbar sein. Die Server müssen auch skalierbar sein. Das heißt, skalierbar bedeutet eben, die Größe des Servers und das Spielgebiet des Servers muss variabel in der Größe sein. Eben. Und in Variable in der Anzahl der Spieler, die da sind. Das heißt, wenn jetzt um Crusader herum tote Hose ist, es ist vielleicht einer auf jeder, der da minert, dann kann es sein, dass Crusader mit seinen drei Monden und Port Ulysar und allem drum und dran ein Server ist. Weil das reicht für die Performance. Und jetzt kommen auf einmal 100 Leute auf die Idee, wir fliegen nach Port Ulysar, und 50 Leute kommen auf die Idee, wir fliegen nach Grimhex. Dann muss der Master-Server das erkennen und natürlich auch der Game-Server, der gerade Crusader darstellt. Und der muss dann sagen, okay, passt auf, Leute, wir brauchen jetzt einen Server für Grimhex, einen Server für Yela, einen Server für den vorderen Bereich von Port Ulysar, einen für den hinteren, weil da sind 50, da sind 50. Und dann nochmal einen Server, der irgendwie den Rest macht. Das soll Server-Meshing einmal können. Das klingt wahnsinnig kompliziert, würde ich sagen. Ich glaube auch, das ist wahnsinnig kompliziert, weil die Skalierung ist ja das eine. Das andere ist aber auch, dass trotzdem die Spielwelt für uns Spieler übergangslos bleibt, dass wir gar nicht merken, dass wir jetzt plötzlich auf einen anderen Server geschubst werden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist eine Sache, die macht mir absolut Bauchschmerzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie man das machen soll. Ja. Das können sie höchstens machen, indem sie eine Dead Zone einbauen. Mit Dead Zone meine ich damit, dass du quasi kurz die Verbindung verlierst, bis die Verbindung zum neuen Server aufgebaut ist. Wenn du also vom einen Server in den anderen wechselst, verlierst kurz die Verbindung. Und sie machen irgendeinen Trick, dass du es nicht merkst. Dass du auch kein Rubberbanding hast oder sowas. So kann ich mir vorstellen, aber ansonsten weiß ich nicht. So, warum ist das ein Problem? Alles, was wir gerade erzählt haben, ist ein Problem, weil es bisher nur in der Theorie existiert. So, kurze Antwort, um zum Ende zu kommen. CIG arbeitet schon lange dran, und der Sawyer hat ja letztes Jahr noch in der Verse Night im August bei uns gesagt, dass sogar Amazon Web Service damit hilft. Also die werden schon wissen, was sie tun. Na, also bleibt wirklich zu hoffen, dass das Ganze bald realisiert wird. Es gibt ja noch dieses andere Spiel, Dual Universe, die auch an dem Server-Meshing arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da sind. Ich habe gelesen, sie haben Tests durchgeführt. Allerdings ist das jetzt auch eine reine, da gibt es keine KI, die zu berechnen wäre oder so. Also deren Welt wird tatsächlich nur von Spielern befüllt. Und, ich habe die Beta-Version auf dem Rechner, und die ist für mich unspielbar. Okay. Ja. Also es geht so auf 7 Frames hin, zumindest im Startbereich. Ich habe gehört, wenn man es einmal rausgeschafft hat, wird es besser. Aber ich kriege schon dieses Intro-Tutorial, das kriege ich schon nicht hin.
Du hast gesagt, die haben ja, also zurück zu CRG und Star Citizen, im Calling All Devs haben sie ja erzählt, sie hätten es geschafft, mit dem Server-Meshing einem Prototypen zwei Server miteinander kommunizieren zu lassen, und das hätte nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und du sagst, die haben uns da Bullshit erzählt. Ich glaube nicht, dass sie uns Bullshit erzählt haben. Ich glaube, sie haben uns bewusst ein, ja, angelogen. zumindest angelogen, inwieweit, was ihren Fortschritt betrifft. Mhm. Also, sie sagen in dem Calling All Devs, sie haben zwei Server miteinander verbunden. Und der Hauptgrund, warum das Ganze gescheitert ist mit dem Server-Mishing, das war das rechte System. Wir wissen, dass die Server unter Linux laufen, und du hast unter Linux natürlich schon vom Dateisystem ein gewisses Rechtesystem, und du hast bei Game-Server natürlich dann auch ein gewisses Rechtesystem, wer darf was irgendwo reinschreiben, Datenbank. Also sagen wir mal, wir haben Game-Server 1 und Game-Server 2. Die greifen beide auf einen Datenbank-Server zu. Dann ist die Frage, welcher der beiden Game-Server ist priorisiert und darf eben eher Daten in die Datenbank reinschreiben. Das ist natürlich ein Problem, was sie lösen müssen. Mhm. Und das ist eben auch so ein rechtes Problem. Dann werden sie noch andere Probleme gehabt haben. Wie ich gerade sagte, wenn ein Client den Server wechselt, dann müssen die Daten vom Client, vom einen Server auf den anderen übergeben werden. Wird auch irgendwie mit Rechten zusammenhängen. Aber ich bin der Meinung, das sind Probleme. Wenn sie die heute haben, dann sieht es echt düster aus. Also da werden sie uns angelogen haben, hoffe ich zumindest. Das sind Probleme, die hatten sie vielleicht vor einem oder vor zwei Jahren, aber bitte nicht heute. Weil es hieß immer, Anfang nächsten Jahres soll das Server-Mishing fertig werden. Wenn sie mit Rechten Probleme haben, jetzt erst, dann kriegen sie das bis 2021 nicht auf Kette, ganz ehrlich. Meine Einschätzung. Das glaube ich sowieso nicht. Also, ja. Wenn wir sowieso schon Tacheles reden, gehe ich nicht davon aus, dass wir 2021 irgendwas von Server-Mashing sehen werden. Frühestens 2022. Ich habe so, also in meinem tiefsten, düsteren Inneren würde ich ja 2025 anpeilen, aber ich bin ja immer ein positiv denkender Mensch. Sagen wir mal 2022. Wollen wir es hoffen? Also ich will hoffen, dass sie uns... Option auf Verlängerung. Ich will hoffen, dass sie uns da wirklich ein bisschen an der Nase herumgeführt haben. Ich meine, wir waren gerade auch schon bei dem Thema, als Entwickler möchtest du ja auch nicht unbedingt immer alles preisgeben, wie weit du bist. Ich hoffe, dass sie weiter sind, als sie im Calling All Devs gesagt haben. So. Ganz zum Schluss noch, weil ich gesagt habe, das schauen wir uns nochmal im Detail an. Mhm. So könnte Star Citizen einmal ausschauen. Ich habe jetzt hier unten einmal alle Clients der Welt zusammengefasst. Und da kommt dann wahrscheinlich nochmal kurz ein Login-Server dazwischen, aber die sind im Prinzip auf einem Persistent Universe Mesh, Server Mesh, wo alle Game-Server der Welt zusammengeschaltet sind. Diese Game-Server werden verwaltet von, ich glaube, es soll dann nachher Universe-Server heißen, also vom Master-Server. Ja. Und um Daten auszutauschen und vorzuhalten, haben wir das iCache-System, was dann quasi mit dem Hive, mit dem Datenbewusstsein des Persistence Universe verbunden ist und da aus den Datenbanken dementsprechend immer schnell die Informationen zieht. Was ich hier noch on the top drauf gepackt habe, ist Quantum. Quantum ist dieses NPC-Steuersystem, was Tony Sie uns bei der CitizenCon gezeigt hatte. Ja. Aber ich denke, so ungefähr wird das Citizen dann einmal von der Serverstruktur aus ausschauen. Ja, krass. Und da weiß man auch, wenn man sich das anguckt, warum sie ohne dieses Diffusion eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Also sie brauchen einfach die intelligente Zuordnung, Zuweisung von Daten. Also Diffusion und iCache muss sein. Mhm. Ansonsten, das sind so viele Daten. Wenn du dir mal überlegst, wie so ein klassisches Rollenspiel, wie ich sag jetzt mal World of Warcraft aufgebaut ist, dass du wirklich hunderte Server hast. Du hast quasi im Prinzip, wenn ich sage, spiele auf Europa 20, dann ist das der Master-Server Europa 20, der wieder andere Server unter sich vereint.
So, und in wie viele Server das Ganze schon aufgeteilt ist, damit die ganzen Spieler Platz haben, dann ist das hier, was wir hier gerade sehen, eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, das ist echt der Hammer. Also, Hammer, 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 geil, wie du das aufgearbeitet hast. Unglaublich, so habe ich das noch nie gesehen. Also, das ist echt Wahnsinn. Freut mich, wenn es sich gelohnt hat. Gelobt. Das ist echt krass. So. Wer diese Wörter verpasst hat, also der sollte das auf jeden Fall noch nachholen.